Ja, servus Leute. Ich bin auf der Suche nach einer Handyhalterung für mein Auto und für mein Galaxy S8, weil ich in Zukunft des Öfteren auch mal aus dem Auto live streamen möchte. Unter anderem für den eCannonball, falls ihr von dem noch nicht gehört habt, verlinke ich das hier oben in der Ecke mal. Und deshalb, wie gesagt, habe ich mich auf die Suche nach einer Handyhalterung gemacht. Und mir ist es wichtig, dass ich möglichst einfach das Handy an die Halterung anbringen kann und auch möglichst einfach wieder abnehmen kann. Und deshalb kommt für mich nur eine Handyhalterung in Frage, die mit einem Magneten funktioniert. Deshalb habe ich mir hier diese Handyhalterung bei Amazon bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und diese Handyhalterung habe ich jetzt auch mal intensiv getestet. Ich habe also insgesamt, ich meine, über 700 Kilometer mit dieser Handyhalterung schon absolviert. Und deshalb möchte ich jetzt mal meine Testerfahrung mit euch teilen. Unten in den Kommentaren findet ihr wieder Sprungmagen. Ihr braucht euch also nicht das ganze Video anzuschauen. Es gibt also auch ein Unboxing mit dem, was in der Verpackung entsprechend drin war. Wie gesagt, könnt ihr alles überspringen. Sprungmagen findet ihr unten in den Kommentaren. Ja, hier haben wir dann also das gute Stück. Ich habe schon mal aufgemacht und dann packen wir jetzt mal aus, was da so im Einzelnen alles drin ist. Viel wird es nicht sein. Da haben wir hier also ein kurzes User Manual. Das werde ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Aber jetzt gucken wir erstmal nach dem, was in der Verpackung ist. Okay, das ist schon mal zu. So, da haben wir hier schon mal die eigentliche Vorrichtung zum Anbringen. Das ist offensichtlich der Hebel, um es dann an der Scheibe zu fixieren. Dann ist hier, das ist für das Klebepad scheinbar. Das kann man damit dann wahrscheinlich wieder recht gut lösen, wenn man hier dann Luft reinbekommt. Ich hoffe, man kann das sehen auf der Kamera. Das wäre also das. Dann lässt sich hier augenscheinlich der Arm verstellen. Der ist auch rastbar. Und dann schraubt man es wieder hier fest und dann ist es fixiert. Okay. So, was haben wir dann hier Schönes? Das ist schon mal magnetisch. Ich merke also hier schon einen Widerstand. Kriege ich so gar nicht ab. Oh, das hält ganz schön fest. Okay. Das ist dann die eine Seite des Magnets. Die wird dann augenscheinlich da verschraubt. So. So sicherlich fixiert. So lässt sich dann hier aber doch noch verstellen. Und wenn man es dann ganz fest macht, ja, also ist jetzt pseudofest, würde ich sagen, wobei natürlich auch nicht viel Last vom Smartphone kommt. Also ich sage mal so, das wird schon seinen Dienst tun. Dann das hier sind die eigentlichen Metallplatten, die dann am Magneten haften. Und die muss man dann entweder auf der Rückseite des Smartphones anbringen. Oder so wie ich das vorhabe, auf der Rückseite der Folie. Ja, und da ist schon ganz schön, da ist Kraft dahinter. Zum Anbringen der Metallplatten steht da wirklich, dass die auch auf die Hülle aufgebracht werden sollen, also Gott sei Dank nicht aufs Handy. Das werde ich dann auch so machen. Das heißt, ich habe hier diese Kunststoffhülle für mein Galaxy S8. Die vergilbt auch langsam schon. Das sieht man zwar nicht, wenn man sie mit dem Gerät verwendet, aber wenn man es jetzt draußen hat, sieht man das schon. Ich habe es jetzt mal gereinigt. Ich gehe davon aus, dass der Kunststoff tatsächlich die Farbe verändert. Die Hülle werde ich trotzdem verwenden, um mein Galaxy S8 dann im Auto entsprechend aufzuhängen. Ihr seht auch hier Risse schon im Panzerglas. Das muss ich also auch mal erneuern. Das ist jetzt seit, ja, 9 Monaten, glaube ich, drauf. So, und dann werden wir jetzt also mal den Magneten mittig in der Hülle aufbringen oder mittig an der Hülle. Ich mache das hier jetzt mal ab und werde das möglichst mittig auf der Hülle anbringen. Bisschen Druck ausüben. Und dann sind jetzt hier noch Folien dabei. Das heißt, die bringt man jetzt hier hinter dem Magneten an, um das Handy vor Kratzern zu schützen. Das finde ich eigentlich ganz clever gelöst. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und jetzt kleben wir die hier auf.
Wunderbar, ist also sogar ein bisschen größer als der Aufkleber. Das heißt, dass auch die Kanten gut abgedeckt sind. Jetzt mache ich mal das Handy da rein. Handy geht also auch problemlos wieder rein. So sieht es dann von außen aus. Gut, ich habe das jetzt wahrscheinlich noch nicht gut genug angeklebt. Gut, eine Schönheit ist es dann letzten Endes nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie der erste Eindruck so ist. Wow. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich rüttle hier jetzt ganz schön heftig und der Magnet tut echt seinen Dienst und auch die Hülle scheint das Handy sicher aufzubewahren. Machen das jetzt mal nach unten. Also da muss ich sagen, das sieht schon mal richtig gut aus und ich spüre auch wirklich, dass da richtig Druck dahinter ist. Wenn man so ein bisschen verdreht, kann man es leichter lösen, aber wenn man es so versucht abzuziehen, da ist schon, ja, Kraft dahinter. Ja, und jetzt werde ich das Ganze mal im Auto platzieren. Und dann mache ich aber auch nochmal einen Test. Das heißt, ich werde ein paar Tage diese Halterung im Auto verwenden, damit ich auch wirklich Erfahrung dazu sammeln kann und auch sehen kann, ob irgendwann sich vielleicht dieser Gummifuß, also diese Halterung, die an der Scheibe fixiert wird, ob die sich wieder löst. Ich werde mir dann jetzt also erstmal eine Position suchen, die mir gut gefällt. Und dann die Scheibe entsprechend dort reinigen. An der Stelle, wo ich es anbringen möchte, damit das Ganze auch gut haftet. Und jetzt entferne ich also diese Schutzfolie auf dem Pad. Ich habe es jetzt also so schon mal aufgesetzt, wie ich es ungefähr haben möchte. Und jetzt werde ich einfach nur diese Klappe hier nach hinten drücken. Zack. Jetzt gucken wir mal. Also das macht jetzt auf jeden Fall schon mal einen soliden Eindruck. Und ich zeige euch mal, wie die Position jetzt ungefähr ist vom Handy. Das kann ich so ganz gut sehen und ich habe aber auch noch freie Sicht nach vorne auf die Straße und auch zur Seite. Gefällt mir jetzt erstmal ganz gut. Müssen wir mal abwarten, wie sich das dann im Fahrbetrieb bewährt. Aber dazu mache ich dann auch extra noch Fahrsequenzen, damit man mal sieht, wie das Ganze während der Fahrt sich bewegt. So, wir testen jetzt mal, wie das Ganze auf einer stuckdichten Autobahn aussieht, weil ich bin gerade in der Nähe von Erfurt und da gibt es relativ viele Wellen in der Autobahn. Mal gucken, wie so die Aufnahmequalität ist, ob da viel Vibration drin ist oder ob das halbwegs funktioniert. Also für mich sieht es so aus, als würde es sehr deutlich vibrieren, die Kamera. Mal sehen, wie das dann letzten Endes aussieht. Also ich fahre jetzt so 150 knapp. Ja, also es sind wirklich starke Vibrationen zu sehen. Da bleibt es jetzt spannend, ob das dann nachher auch im Videomaterial erkennbar ist. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann gut aussieht. So ein Handyhalterungstest macht ganz schön hungrig. Wir nutzen jetzt nochmal das Restlicht, um ein bisschen Landstraße noch zu fahren. Gucken mal, wie sich das Ganze hier so bewährt. Ich hoffe, man kann dann von der Actioncam auch noch ein bisschen was sehen. Also hier ist der Belag jetzt vollkommen neu. Da scheint die Kamera auch relativ ruhig zu stehen. Ich bin jetzt nach rund 700 Kilometern insgesamt der Fahrstrecke wieder zu Hause angekommen. Und ich muss sagen, rein von der Stabilität, also von der Haftung an der Scheibe und auch vom Halten des Handys über den Magneten gibt es absolut nichts zu meckern. Die Halterung scheint wirklich sehr stabil zu sein und auch der Saugnapf scheint eine gute Qualität zu haben. Das, was mich halt ein bisschen bedenklich stimmt, sind die Vibrationen, die ich gesehen habe am Handy. Ich muss mir jetzt halt erstmal das Videomaterial angucken und ja, dann sehe ich mal, ob die Stabilisierung des Handys ausgereicht hat, um eine vernünftige Bildqualität hinzubekommen. Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zum Fazit zu dieser preisgünstigen Handyhalterung. Ich muss sagen, positiv überrascht hat mich zum einen dieser Saugnapf, dass der so stabil an der Scheibe hält. Es gab also überhaupt keine Probleme, er ist auch nicht abgefallen. Sicherlich ist wichtig, dass man die Scheibe auch ordentlich reinigt, damit dieser Saugnapf auch vernünftig haften kann.
Dann hat mich positiv überrascht diese Rasterung, die auf mich so insgesamt doch ein bisschen, ja, vom Kunststoff her etwas billig wirkt, aber sie hält exakt ihre Position. Da hatte ich also überhaupt keine Probleme mit. Und auch diese Verschraubung mit der Verstellung fürs Handy hat ihre Position einwandfrei gehalten. Positiv ist außerdem der starke Magnet. Dieser Magnet hat also wirklich in Verbindung mit meiner Handyhülle, die ich verwende, das Galaxy S8 zu jeder Zeit sicher gehalten. Also es ist nie runtergefallen. Auch das Lösen ist durchaus mit einem gewissen Widerstand verbunden. Da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass jedes Handy dort sicher halten wird. Jetzt kommen wir dann wieder zum Negativen. Das wird aber vermutlich mit so ziemlich jeder Handyhalterung im Auto der Fall sein, wenn man das Handy an der Scheibe schwebend befestigen möchte. Denn ich habe doch deutliche Vibrationen auf der Autobahn im Handy gesehen und man sieht es auch in dem Videomaterial, dass auf der Autobahn doch das Bild sehr stark wackelt. Das heißt also zum Streamen, ja, ist diese Methode der Befestigung wahrscheinlich nicht die richtige. Denn das Handy an sich hat auch ein relativ hohes Eigengewicht und man wird wahrscheinlich keine Halterung finden, die dann nicht vibriert. Ich werde mich dann nochmal weiter auf die Suche machen. Wenn ich was finden sollte, mache ich darüber auf jeden Fall auch nochmal einen Bericht. Aber ich habe mich jetzt erstmal entschieden, diese Halterung tatsächlich zu behalten und mir irgendeine, ja, Konstruktion auszudenken, wie ich das Handy zusätzlich noch auf dem Armaturenbrett fixieren kann, sodass diese Vibrationen aufhören oder zumindest weniger werden. Ja, das soll es dann für das heutige Video schon gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und am besten Fall vielleicht sogar ein Abo.